Moin und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Ich bin zurück, nachdem ich diese Eichenprozessionsarschlöcher da hinter mir so einigermaßen gebracht habe. Und heute werde ich mich rächen. Freut euch drauf. Erstmal ganz herzlichen Dank an alle euch. Ich bin völlig überwältigt von euren Kommentaren. So viele Genesungswünsche. Schönen Dank, ich habe mich wirklich überall drüber gefreut und finde ich total gut. Und es waren auch einige von euch dabei, die mir in den Kommentaren echt eine super Idee geschrieben hatten. Die hatte ich auch schon. Und zwar, dass ich mich jetzt heute rächen werde. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, also wie gesagt, Eichen-Prozessionsspinner, die kennt ihr ja. Kleine Raupen, was auch immer. Und ja, tut ihr mir weh, fresse ich euch. Keine Sorge, ich fresse heute keine Eichenprozessionsspinner. Ich fresse den kleinen Kumpels, die Buffalos. Schön die Würmer. Ja, und wie macht man die am besten? Keine Ahnung, dachte ich mir, möglichst einfach. Und da habe ich ein Video von Klaus im Hinterkopf gehabt. Langosch habe ich auch schon oft gegessen, sogar bei den Ungarn. Und Klaus hatte eine mega simple Idee, nämlich hat er dafür diesen Knack- und Backteig, diese Brötchen, verwendet. Und habe ich ausprobiert, passt super ins Original rein und das werden wir noch ein bisschen verfeinern. Ja, was wir dazu alles brauchen, wobei ich nicht glaube, dass irgendjemand überhaupt dieses Video nachmachen wird, aber vielleicht den Langosch, stelle ich euch nachher nochmal alles in meine Videobeschreibung unten drunter, könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen. Und ja, wir fangen an, Fritteuse ist schon vorgeheizt und ja, diese kleinen Würmchen, die werden wir gar nicht großartig behandeln. Die werden wir einfach gleich so ein bisschen anrösten wie Pinienkerne und dann passt das eigentlich schon. Die sind natürlich gefriergetrocknet. Ich habe, als ich die Tüte aufgemacht habe, doch mal so reingeguckt und mir gedacht, bewegt sich da noch was? Aber nein, bewegt sich natürlich nichts mehr. Ja, dann los geht's. Wir fangen als erstes mit dem Knoblauch an. Und zwar werden wir da einige Zehen für brauchen. Als ich das erste Mal gesehen habe und gegessen habe, habe ich, glaube ich, 3 Tage lang gestunken nach Knoblauch. Aber das war es wert. So, die Kerne presse ich jetzt mal hier rein, so wie sie sind. Ach, die Kerne, sage ich schon, die Zehen. Geht nämlich auch prima mit Schale. Zack. Das waren jetzt 6 Zehen. Wie gesagt, wie viele da reinmacht, ist eigentlich relativ Latte. Hauptsache, ihr habt ordentlich Knoblauch. Das Ganze werden wir jetzt mit ein bisschen Öl vermischen, dass wir so eine leichte Paste haben. Und das gibt dann auch so richtig Geschmack ab. Das Öl, der Knoblauch, schön nochmal so ein bisschen zerdrücken. So, zur Seite. Hier haben wir schon ein bisschen Schmand vorbereitet, hier haben wir schon ein bisschen Käse. Die Würmer machen wir ganz zum Schluss. Die machen wir jetzt. Die Würmer machen wir jetzt. Und damit gehen wir jetzt mal zum Grill, an die Pfanne. Die Pfanne haben wir jetzt schon mal etwas vorgeheizt. Und jetzt geben wir unsere kleinen Würmchen da einfach mit rein. Sieht das lecker aus. Ist vielleicht ein bisschen viel geworden, aber wie gesagt, einfach nur ein bisschen anrösten. So, ein bisschen das Ganze in Bewegung halten ab und zu. Das sieht ja schon fast aus, als wenn es wieder lebt. Ah, jetzt sieht man schon, wie sie hier und da braun werden. Und dann können sie jetzt auch runter. So. Zurück ins Schälchen. Und dann nehmen wir uns unsere Brötchen vor. Ups. Ging aber fix. So, ich nehme hier mal 2 von den Dingern ab. Da sind jetzt nämlich solche kleinen Brötchen drin. Und die kann man tatsächlich am besten einmal in der Hälfte durchschneiden. Also nicht ganz durchschneiden. Ein bisschen was noch überlassen. So, jetzt haben wir quasi so einen doppelten halben. Und den ziehen wir jetzt auseinander. Andere Seite genauso. So, jetzt haben wir hier so ein Doppelfladen, sag ich mal. Etwas länglich. Und davon machen wir uns mal 2 Stück.
So, jetzt nehmen wir unsere Fritteuse, die schon vorgeheizt ist, auf 180 Grad. Und da geben wir das Ganze jetzt einfach rein. Nach einer Minute drehen wir das Ganze nochmal. So, jetzt drehen wir sie einmal um. Und die sind also schon echt schön ausgebacken. Oh, lecker. Zack. So, jetzt haben wir so ungefähr so eine Minute von jeder Seite. Und die sehen jetzt echt schon sehr schön aus. Wer hat, kann die natürlich prima jetzt auf den Küchenkrepp legen. Ich habe gerade keins da. Geht auch so. Da ein bisschen Öl, was da hängen bleibt, macht den Braten, glaube ich, eh nicht mehr fett. So fettig, wie das ist, oder ölig. So. Da liegen sie jetzt und ach, die duften richtig, richtig gut. Echt. So, jetzt haben wir hier unsere Knoblauchölmischung. Da geben wir also ruhig mal ordentlich was drauf. Wie gesagt, da wird man nach riechen, auf jeden Fall. André, weißt du, warum ich zwei mache? Nein, nein, weil du zwei essen möchtest. Stell dich nicht immer so dreijährig an. Nee. So, jetzt haben wir hier unseren Schmand. Den geben wir schön mit oben drauf. War vielleicht ein bisschen viel, aber egal. So, dieses Gemisch hier aus Schmand und dem Knoblauchöl hat es echt in sich. Das duftet knallt, ja, das riecht enorm stark, vor allen Dingen nach Knoblauch natürlich. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Käse, ein bisschen Gouda. Könnt ihr euch natürlich einen Käse nehmen, der euch sowieso gut schmeckt. So, und jetzt haben wir hier noch unsere Würmchen, schön heiß. Drauf, drauf, drauf und drauf. Na, André? Nein. Es sind Proteine. Es ist Sportlernahrung. Nein, ich brauche keine. Keine Proteine. Holt mir mehr. Okay, keine Proteine nach, was haben wir? 17 Uhr. So, dann probieren wir natürlich mal. Du. So. Dann hau mal rein. Judgment Day. Viel Spaß, ihr kleinen Arschlöcher. Und? Wenn der erste Brecher jetzt überwunden ist, geht's. Jetzt tatsächlich geschmacklich überhaupt kein Thema. Die sind, ja, wie schmecken die? Nussig? Jetzt nach der Knoblauchdröhnung ist er natürlich auch nicht mehr so extrem, aber die schmecken tatsächlich nussig. Und sind ganz kross. Also eigentlich jetzt nichts. Ich kann mir vorstellen, dass die sehr lecker schmecken, aber ich kann mich nicht überwinden. Mhm. Dann siehst du mich kotzen hier. Mhm. Der Langosch geht natürlich auch ohne diese kleinen Dinger. Also tatsächlich Superfood der Zukunft. Für mich definitiv nicht. Auch wenn sie jetzt nicht dramatisch schmecken. Aber es ist einfach irgendwie Kopf mit dabei. Ist zumindest bei mir so. Bei dir wahrscheinlich noch etwas stärker. Ja. Und ja, trotzdem hoffe ich, dass euch meine kleine Rache gefallen hat. Auch wenn ihr sie bestimmt nicht so nachmacht. Macht sie einfach mal nach ohne diese Würmer. Schmeckt echt granatenstark. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Hinterlasst mir einen freundlichen Kommentar, Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolf.